Willkommen zu unserer Präsentation von unserem Spiel und Projekt Multigalaxy. Ich und meine Gruppe, bestehend aus Friedrich, Jana, Aleski, Moritz, Lisa, Ines und Lukas. Ja. Ja, das Problem oder die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigt haben, ist, dass es sehr, sehr wenige Spiele gibt, die sich mit der Pandemie beschäftigen. Und das, obwohl es auch momentan sehr, sehr wichtig für den Alltag der Menschen ist. Und daher haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man den Menschen cool das Abstand halten, näher bringen oder auch die anderen Regeln in der Pandemie. Unsere Lösung dafür war ein Spiel, genauer gesagt ein 2D-Singleplayer-Spiel, was man am einfachsten mit der Grafik von Pokémon vergleichen kann. Da gibt es Quests, also Aufgaben, die man erfüllen muss, um die Pandemie aufzuhalten. Und das endliche Spielziel ist es, einen Impfstoff herzustellen. Zu der Steuerung. Die Steuerung funktioniert mit den WASD-Tasten, wie das sonst so üblich ist. Und die Kamera, die folgt dem Spieler aber auch. Und die Steuerung selber ist auch etwas raffiniert. Also der Spieler, der wird schneller, wenn er läuft und bremst dann langsamer ab. Das spielt sich sehr angenehm. Genau. Außerdem, wir haben natürlich verschiedene Daten und Technologien verwendet, um dieses Spiel überhaupt erstellen zu können. Am wichtigsten davon ist wahrscheinlich Godot, das ist unsere Spiele-Engine. Das heißt, das ist das Programm, was wir verwenden, um das Spiel zu machen. Und darin können wir auch ganz einfach eine Karte erstellen, die aus verschiedenen Blöcken besteht und so zusammengesetzt werden kann. Und auch die Bewegung des Spielers, die Steuerung, die Kamera, das ist alles viel einfacher umzusetzen. Außerdem haben wir GIMP verwendet, das ist ein Grafikbearbeitungsprogramm. Denn wir mussten auch selber teilweise Grafiken erstellen oder aus den vorhandenen Grafiken neue erstellen, denn nicht alle Grafiken haben gereicht, um unsere Welt so aufzubauen, wie wir sie gerne haben wollten. Aber die Grafiken, die wir verwenden konnten, die uns auf jeden Fall sehr geholfen hatten und auch unser Projekt sehr beschleunigt hatten, weil sie schon da waren und verfügbar waren, das war das Alpaca World Tileset. Ich habe den Link in der Folie mit reingepackt. Dieses Alpaca World Tileset, das ist frei verfügbar, also unter der CC 4.0 Lizenz frei verfügbar. Das heißt, wir dürfen das verwenden, solange wir sagen, von wem das ist. Und das ist übrigens auch das, was wir, diese Grafiken wurden auch verwendet für die virtuelle Welt, in der wir dieses Wochenende unterwegs waren und uns getroffen hatten. Und das dürfte vielen schon bekannt sein. Und das war cool, weil wir damit schneller unsere Welt zusammensetzen konnten. Außerdem, was wir nicht vergessen sollten, wäre Git als Versionsverwaltungsprogramm. Das heißt, weil wir alle an verschiedenen Computern arbeiten und an verschiedenen Programmmöglichkeiten und Features, müssen wir das ja alles auch irgendwo wieder zusammenführen. Und dabei ist Git ungemein hilfreich, auch wenn es uns ordentlich Frust teilweise bedeutet hat. Insgesamt, also die vier Sachen, die drei Programme und die einen Daten, das sind alles freie Daten bzw. freie Software. Und wir sind richtig dankbar dafür, dass es die zum einen gibt, weil wir dadurch schnell und ohne was zu bezahlen und demzufolge auch auf einfachem Wege ein Spiel erstellen konnten und nicht alles selbst machen mussten oder von Grund auf neu anfangen mussten. Also es ist richtig cool, dass es diese Software gibt, die wir nutzen konnten und dann auch legal Spiele machen können. Und worum genau geht's jetzt in dem Spiel? Ein Schurke hat ein Virus entwickelt und auf die Welt losgelassen. Und nun muss man den Virus durch das Erledigen von Aufgaben besiegen. Ja, also wie Moritz gerade angesprochen hat, konnten wir mit den Grafiken eine schöne Map erstellen. Die Map hat keinen vorgegebenen Weg, man kann sich frei bewegen auf der Map und es gibt verschiedene Punkte, die wichtig sind, zum Beispiel die Supermärkte oder die Apotheke oder ganz unten auch das Forschungszentrum, ganz, ganz wichtig. Die ganzen Aufgaben sind über die ganze Map verteilt. So, das ist unsere Live-Demo. Das heißt, das hier ist das Spiel auf dem aktuellen Stand, wie weit wir gekommen sind. Wir sehen auf der rechten Seite relativ klein vor dem Haus mit Regenbogenflaggen ist unser Spieler. Der lässt sich steuern, wie schon beschrieben. Der steht gerade hinter dem Supermarkt. Oben sehen wir auch ein kleines Easter Egg, der Teich, der aussieht wie das Jugendhackt-Symbol. Genau, Jana erkundet gerade ein wenig die Welt. Wenn du nach links gehst, Jana, dann läufst du erstmal durch unseren Park. Also da
könnten wir später auch machen, dass dort Items zu finden sind, die wir brauchen oder so. Und dann gelangen wir letztendlich zu den Zelten. Also das Forschungszentrum stellt das dar. Und dort werden wir später auch einen Arzt antreffen, mit dem wir dann sprechen können. Ihr habt gerade auch gemerkt, die Kamera bewegt sich schon mit dem Spieler. Und genau, die Welt lässt sich problemlos erkundigen. Also natürlich kann man in diesen 2 Tagen, nicht zu diesen 3 Tagen, nicht alles schaffen, was man natürlich geplant hat. Und die Dinge, wenn wir jetzt eine Weile arbeiten würden, wären natürlich, dass wir noch deutlich mehr Quests haben. Momentan haben wir auch ein paar geplant, welche wir natürlich jetzt noch nicht angebracht haben. Mehr Charaktere, wie bereits Boris den Forscher gesagt hat, beziehungsweise den Arzt. Oder dass es vielleicht auch mehr spielbare Charaktere gibt, außer den einen, den wir jetzt gerade auf der Map gesehen haben.